Kommen wir nun zu den Übungen. Und es passiert schon wieder. Wir beschäftigen uns mit einem bisher unbekannten Entscheidungsproblem. Dieses Mal mit dem kürzeste Wege-Problem. Ich kann dieses Mal nicht genau sagen, von wem das zum ersten Mal mathematisch formuliert wurde. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dieses Problem einfach schon immer da war. Und ich glaube auch, dass jeder ein ganz gutes intuitives Verständnis von der Problemstellung hat. Es geht darum, einfach den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten zu finden. Und eine solche Problemstellung wird in der Mathematik über einen Graphen dargestellt. Ein solcher mathematischer Graph enthält immer eine Menge von Knoten, das sind hier diese Kullern, und eine Menge von Verbindungen, also Pfeilen oder Kanten. Der Unterschied zwischen Pfeilen und Kanten ist die Richtung. Pfeile kann man nur in eine ganz bestimmte Richtung abfahren. Kanten kann man in beide Richtungen abfahren. Was wir hier in diesem Beispiel auch noch sehen, ist, dass hier Zahlen neben den Verbindungen bzw. Pfeilen stehen. Und das sind die sogenannten Pfeilbewertungen, also die Kosten, die entstehen, wenn man sich entlang dieses Pfeiles bewegt. Geht es darum, den optimalen Pfad zu bestimmen, also die optimale Sequenz an Pfeilen, ausgehend vom Startknoten und endend im Zielknoten. Optimal bezieht sich dabei auf die entstehende Summe an Pfeilbewertungen, wenn man diese Sequenz eben abfährt vom Start zum Zielknoten. Und mehr steckt eigentlich auch nicht dahinter. Letztlich müssen wir nur bestimmen, ob die Entscheidungsvariable xj 0 oder 1 ist, beziehungsweise ob sich der Pfeil zwischen dem Knoten i und dem Knoten j in der optimalen Sequenz vom Startknoten ausgehend und endend im Zielknoten befindet. Die einzige Nebenbedingung, die wir dabei zu beachten haben, ist die Flussbedingung. Diese sagt aus, dass wenn ein Knoten angefahren wurde, dieser auch wieder verlassen werden muss. Es sei denn, es handelt sich um den Startknoten, der nur verlassen wird, beziehungsweise den Zielknoten, der nur besucht wird. Diese spezielle Flussbedingung des KWP wird in der Literatur auf zwei Arten dargestellt. Sie drücken prinzipiell genau das Gleiche aus. Die eine arbeitet mit drei verschiedenen Equitation-Entitäten in GAMS und die andere führt eine Parameter-Entität BI ein. Aufgabenstellung 9 nimmt Bezug auf den eben eingeführten Graphen. Wir sollen dabei den kürzesten Weg vom Knoten F zum Knoten D ermitteln. Bevor wir in GAMS so richtig loslegen können, müssen wir uns wieder Gedanken machen, welche Entitäten überhaupt vorliegen. Den Nebenbedingungen können wir entnehmen, dass wir ein Set V haben mit den Bezeichnern I und J. Wir können daraus schließen, dass wir im Verlaufe unseres Skriptes wohl eine Alias-Anweisung benötigen werden. Schauen wir uns die Nebenbedingungen selber genauer an, sehen wir, dass wir noch ein Set A haben. Dabei definiert sich ein Element aus dem Set A aus einer Kombination I und J, also von zwei Knoten. Der nächste Entitätstyp sind Parameter. Wir haben zum einen die Pfeilbewertung IJ und die Knotenbewertung BI. Alle verbleibenden Entitäten müssen Variablen sein, also Z, der Zielfunktionswert, und XIJ, die Entscheidungsvariable, ob sich ein Pfeil in der optimalen Sequenz befindet oder nicht. Beginnen wir also mit der Deklaration und Definition unserer Sets. Wir beginnen mit dem Schlüsselwort und dem Bezeichner V. Dieser enthält alle Knoten des Problems. Wir definieren ihn mit A bis G. Weiter geht es mit der Deklaration der Sets. Dabei ist die Menge der Pfeile ein doppeltes Subset der Knoten. Um das in dieser Videoserie vermittelte Wissen zu üben, möchte ich an dieser Stelle bei der Definition der Pfeile auf eine Include-Anweisung zurückgreifen. Die Datei, die dabei die Definition enthält, nennt sich Aufgabe-9-Pfeile.txt. Fahren wir fort mit der Deklaration des Parameters b. Dieser enthält nur drei verschiedene Werte: minus 1 für den Startknoten f, 1 für den Zielknoten d und 0 für alle übrigen Knoten. Diese 0 müssen wir nicht angeben. Alle fehlenden Werte der Definition werden von GAMS standardmäßig mit 0 initialisiert. Um im Weiteren Verwirrungen zu vermeiden, führe ich jetzt ein Alias für die Menge V ein, und zwar i und j. Nun kann ich auch den Parameter cij
deklarieren und definieren. Ich möchte dabei erneut auf eine Include-Anweisung zurückgreifen. Nun verbleiben nur noch die Variablen. Wie immer handelt es sich bei dem Zielfunktionswert um eine unbeschränkte Variable. Für die Strukturvariable xj verwenden wir zum ersten Mal den Typ Binary. Nun geht es an die eigentliche Modellformulierung. Zunächst deklarieren wir unsere Equitation-Entitäten, unsere Zielfunktion und unsere Flussbedingung. Danach definieren wir die so deklarierten Equitation-Entitäten. Der Zielfunktionswert ergibt sich dabei aus der doppelten Summe über i und j, cij mal xij. Das Ganze entspricht dem Zielfunktionswert. Wesentlich mehr Sorgfalt ist bei der Definition der Flussbedingung gefragt. Diese definiert sich zunächst aus der Summe aller eingehenden Pfeile. Man beachte dabei genau die Reihenfolge der Indizierung J und I, um einen eingehenden Pfeil darzustellen. Diese Darstellung allein genügt aber nicht, um ganz klar zu machen, dass dieser Pfeil auch tatsächlich existieren muss. Wir müssen bei dieser Schleife darauf achten, dass wir nur über Elemente in der Menge J iterieren, wenn sich dieser Pfeil auch tatsächlich in der Menge A befindet. Auf die gleiche Weise gehen wir bei der Summe der ausgehenden Pfeile vor. Erneut summieren wir über alle Elemente in der Menge J, sofern es den ausgehenden Pfeil ij gibt. Wir summieren xij. Es sei nochmals auf die unterschiedliche Indizierung der Strukturvariable x hingewiesen. Hier in der Reihenfolge ji und im hinteren Teil in der Reihenfolge ij. Beim KWP ist die Einhaltung dieser Reihenfolge essentiell. Würde man anders verfahren, würde man den kürzesten Weg vom Zielknoten zum Startknoten ermitteln. Um unsere Gleichung abzuschließen, stellen wir noch die Gleichheit zum Parameter bi her. Wir beenden die Anweisung mit einem Semikolon. Damit ist unser Modell vollständig formuliert. Es verbleibt die Deklaration der Modellentität und die Definition mit allen enthaltenen Gleichungen des Skriptes. Abschließend schreiben wir die Solve-Anweisung. Da sich in unserem Modell diskrete Entscheidungsvariablen befinden, können wir nicht mehr auf das gewohnte Lösungsverfahren LP zurückgreifen. Wir müssen stattdessen MIP verwenden. Für eine übersichtlichere Darstellung des Ergebnisses füge ich noch eine Display-Anweisung hinzu. Wir kompilieren den fertigen Code. Der Display-Anweisung innerhalb der Listing-Datei können wir nun den Wert des kürzesten Weges entnehmen. Dieser beträgt 14. In der oben stehenden Tabelle können wir genau den Pfad nachvollziehen. Zunächst fahren wir von F nach A. Danach fahren wir von A nach B. Anschließend von B nach C. Und abschließend von C nach D. Also nochmal hier im Bild visualisiert, von F nach A, nach B, nach C, nach D.